Die Geißelung Christi entstand um 1490. Sie gehört seit 1932 zum Museumsbestand hier des Hauses, war nach 1945 verschollen und tauchte erst vor einigen Jahren in den Vereinigten Staaten wieder auf. Sie wurde dort in einem Kunstmuseum wiedergefunden und nach der Kontaktaufnahme der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten mit diesem Museum wurde das Gemälde der Stiftung zurückgeschenkt, was wirklich ein bemerkenswerter Vorgang ist, da es eben keinerlei offizielle Vereinbarung zur Rückgabe von Beutekunst gibt. Es gehört seit November 2011 wieder zu unserem Museumsbestand und ist damit auch mit seiner Geschichte ein ganz herausragendes Stück dieser Ausstellung.